Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 71, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde, Neuausrichtung des Leistungssports in Hessen. Maßnahmenpaket für den Spitzensport 196560. Beginnt die Frau Kollegin Klaff-Isselmann, CDU-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sicher haben viele von uns das Spiel Deutschland gegen Mexiko verfolgt. Sicher waren alle von uns enttäuscht über das Ergebnis. Sicher ist nicht selbstverständlich, dass der Weltmeister von 14 erneut durchstartet und ein perfektes Ergebnis für alle liefert. Doch damit überhaupt wir in der Lage sind, hochklassige Sportlerinnen und Sportler heranziehen und ausbilden zu können, bedarf es der Unterstützung vom Staat und von uns allen. Darum fiebern wir nun dem Spiel am Samstag gegen Schweden entgegen und drücken unserer Nationalelf die Daumen. Aber egal, wie wir spielen, wir haben Hochachtung vor den enormen sportlichen Leistungen eines jeden Spielers auf dem Feld, eines jeden Leistungssportlers. Breiten- und Spitzensport leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die gesellschaftliche integrative Entwicklung unseres Landes. Ich kann ja verstehen, dass Sie vieles zu besprechen haben, aber ich würde es schon als achtend empfinden, wenn Sie Ihre Gespräche nach draußen verlegten. Vor allem die Leistung der Ehrenamtlichen ist auch dabei von großer Bedeutung. Fast 2,1 Millionen Hessen sind Mitglied in einem Sportverein. Davon sind rund 640.000 Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahren und ca. 370.000 Menschen Vereinsmitglied, die über 60 Jahre alt sind. In 7.800 Vereinen und 53 Fachverbänden setzen sich ca. 200.000 Menschen aktiv ehrenamtlich im Sport ein. Dazu kommen, und das dürfen wir nicht vergessen, noch weitere mehrere hunderttausend freiwillige Helfer im Sport. Das zeigt, Sport geht einen Großteil der Bevölkerung in Hessen an. Es ist daher eine wichtige Aufgabe für die Landesregierung, den Sport in all seinen Facetten zu stärken und zu fördern. Seit 1999 haben sich unter Verantwortung der CDU die aufgewendeten Mittel für den Sport vervielfacht. 2017 kamen 45 Millionen € den Sporttreibenden in Hessen zugute. Im Land des deutschen Pokalsiegers Eintracht Frankfurt und des Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel spielt natürlich auch der Leistungssport eine Rolle. Seine Förderung findet unter anderem durch die Finanzierung des Landestrainingsprogramms und die finanzielle Förderung des Sportmedizinischen Instituts statt. Im Rahmen der gemeinsamen Vereinbarung zur Neuausrichtung des ich weiß nicht, wieso Sie meinen, einfach den Redner ständig stören zu müssen. Ich finde es äußerst respektlos und würde mich freuen, wenn Sie sich anders verhalten könnten. Danke schön. Im Rahmen der gemeinsamen Vereinbarung zur Neuausrichtung des Leistungssports in Hessen hat das Land alleine für das laufende Jahr im Rahmen eines Maßnahmenpaketes zusätzlich 1,3 Millionen € zugesagt. Herr Rudolph, von Ihnen hatte ich tatsächlich auch nichts anderes erwartet. Sie sprechen dauernd, fortdauernd. Es ist hier ein unerträglicher Lärmpegel. Das kann wohl sein. Es ist gut und richtig, dass mit der Neuausrichtung des Leistungssports junge Athleten noch besser gefördert werden. Gemeinsam und in enger Abstimmung mit den Fachverbänden in Hessen werden Hunderte von jungen Nachwuchstalenten gefördert. Sie haben so die Chance, einmal über die Landesgrenzen hinaus eine Rolle in Ihrer Sportart zu spielen. Wurde das Landestrainerprogramm bisher mit 1,4 Millionen € gefordert, so kommen jetzt noch einmal 200.000 € obendrauf.
Die damit zusätzlich finanzierten Trainerstellen kommen dem Nachwuchssport direkt zugute. Die verbesserte Vernetzung mit den hessischen Schulen, um junge Talente frühzeitig zu entdecken und entsprechend zu fördern, ist ein weiterer wichtiger Schritt. Die enge Zusammenarbeit von Innenministerium und Kultusministerium im Rahmen des Landesförderprogramms Talentsuche, Talentförderung wirkt in dieselbe Richtung. Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Die Hier wird beispielhaft ressortübergreifend gearbeitet. Dankeschön. Daher gilt mein besonderer Dank den Herren Staatsministern Beuth und Lorz für diese tolle Arbeit zum Wohl der jungen Sportlerinnen und Sportler. Ich möchte als Letztes noch in Erinnerung rufen, dass viele unserer Spitzensportler bei den Olympischen Spielen aus den Reihen der Polizei und Bundeswehr kommen. Ausgewählte Sportlerinnen und Sportler haben schon länger die Möglichkeit, z.B. in der Sportfördergruppe der hessischen Polizei die Polizeiausbildung. Kollegin Graf Esselmann, bitte letzter Satz. Ich bin jetzt gleich fertig. Die Polizeiausbildung unter gleicher Ausübung des Spitzensportes zu absolvieren. Gemeinsam. Sie müssen mir schon die Zeit. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist eine angenehme Aktuelle Stunde, die wir heute hier haben. Ich hoffe, dass wir wie so oft beim Thema Sport hier auch ganz eng beieinander bleiben. Wir als Freie Demokraten sehen die Investitionen des Landes Hessen in den Spitzensport eindeutig positiv. Gerade die Förderungen im Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio tragen zur optimalen Vorbereitung der Athleten bei. Es muss auch künftig darum gehen, insbesondere schon im Schulalter Talente zu sichten, um konkurrenzfähige Leistungssportler zu entdecken und frühzeitig zu fördern. Frau Kollegin Klaff-Isselmann hat schon auf einige hessische Beispiele hingewiesen. Ich will nur einmal sagen, es gibt neben der Eintracht Frankfurt, über die ich mich unglaublich freue, natürlich auch noch so etwas wie die Fraport Skyliners und vor allem die Gießen 46ers. Meine Damen und Herren, die zusätzlichen Investitionen in Höhe von 1,3 Millionen € in den Leistungssport in Hessen im Jahr 2018 sind eine gute Voraussetzung für die Vorbereitung der Olympischen Spiele. Ich hatte das schon gesagt. Stichwort Nachwuchsförderung, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dazu gehört der Ausbau des Landestrainerprogramms auf 1,6 Millionen €. Und was ich besonders hervorheben will, wenn ich auch die Redezeit nicht ausnutzen werde, besonders wichtig ist das Landesprogramm Talentsuche, Talentförderung mit einer gezielten Nachwuchsförderung im Rahmen der Leistungssportförderung. Das fängt an mit den Talentaufbaugruppen in der Grundschule, geht weiter über die Talentfördergruppen 4. bis 6. Klasse und die Leistungsgruppen ab Klasse 7. Ich wiederhole, die Talentförderung, Talentsichtung ist der wesentliche Punkt. Wir sehen die Landesregierung insbesondere in der Pflicht, die bereits erwähnten Möglichkeiten zur dualen Karriere deutlich weiter auszubauen, also die Möglichkeit, als Spitzensportler gleichzeitig etwa im Polizei- oder Verwaltungsdienst des Landes tätig zu sein. Bereits heute, und das ist sehr positiv festzustellen, gehören in Hessen 54 Sportlerinnen und Sportler der Polizeisportfördergruppe an. Diese Möglichkeit gibt es auch in der Verwaltung. Und zu Recht weist der Minister darauf hin, dass der duale Karriereweg Spitzensportlern flexible und auf ihren Leistungssport angepasste parallele Bildungschancen und nachsportliche Berufswege eröffnet. Das ist für die Athleten sowohl von elementarer Bedeutung im Hinblick auf die Existenzsicherung während der Ausübung des Leistungssports, wie aber auch für die Persönlichkeitsentwicklung und damit für die berufliche Perspektive nach Abschluss der Sportkarriere. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Förderung des Leistungssports, des Nachwuchses ist in Hessen schon auf einem guten Weg.
Wir sollten weitergehen auf diesem Weg und den Anstrengungen nicht nachlassen. Und gestatten Sie mir die Bemerkung für den Titel Ihrer Aktuellen Stunde. Wenn das schon so positiv zu bewerten ist, wie ich das alles vorgetragen habe, dann sollten Sie auch offensiv Ihre Aktuelle Stunde so benennen sollen. Endlich einmal etwas Positives aus Innen- und Kultusministerium. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Na, das klang ja bis zum letzten Satz fast versöhnlich. Und dann hat es verdorben, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, die Debatte zeigt ja wieder, dass das ist auch, glaube ich, das Gute daran, dass wir im Bereich der Sportpolitik, dass wir hier viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir in diesem Hause das, was in der Sportpolitik gemacht wird, gemeinsam unterstützen und dass das, was die Landesregierung hier in den letzten Jahren gemacht hat, wirklich zukunftsweisend ist und dass wir viele Dinge auch im Haushalt verankert haben, die gute Fördermaßnahmen auch für den Bereich des Spitzensportes sind. Deswegen ist es gut, dass wir heute darüber reden können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin Klaff-Isselmann hat das gerade schon angesprochen. Wir haben eine Vielzahl von Förderprogrammen aufgelegt für den Bereich des Spitzensportes. Ich will vielleicht ein paar aufzählen. Das Landesprogramm Talentsuche, Talentförderung. Der Kollege Greilich hat es auch gerade angesprochen. Langfristige Existenzsicherung im dualen System. Das heißt, dass diejenigen, die sich im Spitzensport engagieren, neben dem Spitzensport, der ja sehr aufreibend ist und auch zeitlich viel in Anspruch nimmt, daneben auch noch eine berufliche Karriere aufbauen. Ich sage da einmal Stichwort Polizeifördergruppe. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben im Bereich der leistungstreibenden Vereine, also die Leistungssport auch im Portfolio haben, haben wir Förderungen. Wir fördern die Fachverbände. Wir stärken den Olympiastützpunkt. Und Hessen unterstützt natürlich auch Trainerprogramme und Trainervertretungen für die Spitzensportler. Das alles dient dazu, dass Spitzensportler gute Bedingungen in Hessen haben. Wir sehen das auch an den Erfolgen unserer Sportlerinnen und Sportler. Deswegen sind wir froh, dass wir in diesem Bereich so gute Förderprogramme aufgelegt haben. Aber Spitzensportler, liebe Kolleginnen und Kollegen, Spitzensportler sind auch Vorbilder, und gerade Vorbilder für junge Menschen. Herr Kollege, ich glaube, der Kollege Greilich hat es angesprochen. Natürlich freuen wir uns, wenn auch Spitzensportler und auch im Spitzensport verankerte Vereine auch gute Leistungen bringen. Wir freuen uns natürlich über die Eintracht und über den DFB, das DFB-Pokalfinale und den Gewinn da. Jetzt müssen auch alle Bayern-Fans mal weghören. Wir als Hessen auf jeden Fall freuen uns da sehr drüber. Aber diese Spitzensportler sind natürlich auch Vorbilder. Diese Spitzensportler, mit diesen Spitzensportlern identifizieren sich sehr viele Menschen. Deswegen ist es gut, dass Vereine wie die Eintracht Frankfurt z.B. in Bereichen wie gegen Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit klare Kante zeigt und als Verein auch deutlich sagt, dass Ausländerfeinde und Rassisten bei ihnen keinen Platz haben. Das ist gut, wenn Spitzensportvereine so etwas machen. Und es ist gut, dass jemand wie Kevin Prinz-Boateng sich sehr dezidiert dafür engagiert, dass gegen Rassismus vorgegangen wird. Und wir erleben das ja immer wieder auch in Stadien und bei Sportveranstaltungen, dass dort auch viele unterwegs sind in diesem Bereich. Und dann ist es gut, dass jemand, der als Spitzensportler gefördert wird, der so eine Vorbildfunktion hat, dass derjenige dies für sich auch zum Thema macht und dieses Thema dann auch nach außen trägt und Gesicht zeigt. Das finde ich ein gutes Beispiel für Spitzensport und gelebte Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber Spitzensport würde es nicht geben, wenn wir nicht in der Breite viele Vereine und viele Verbände hätten, die da sehr engagiert unterwegs sind. Wir haben 2 Millionen Menschen, die in Hessen organisierten Sport treiben, über 800.000 junge Menschen, die Freizeitsport betreiben. Wir haben unzählige Menschen, die sich im Bereich des Ehrenamtes in ihren Vereinen engagieren. Wenn man das mal alles zusammenrechnet, sind das über 50 Millionen Stunden, die Menschen ehrenamtlich sich engagieren für ihren Verein, die jungen Menschen gerade in die Identifikationspunkte geben, die aber auch dafür sorgen, dass das Miteinander, das Voneinander
Kinder lernen, im Mittelpunkt steht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Sport fördern. Das ist die größte Integrationsinitiative überhaupt, der Sport in Hessen. Da ist eine wunderbare Arbeit geleistet worden, auch gerade im Zusammenhang mit den vielen Menschen, die hier zu uns als Geflüchtete gekommen sind. Ohne die Menschen in den Vereinen hätten wir das nicht geschafft. Deswegen gilt unser Dank auch dem Ehrenamt in diesem Bereich. Und ich bedanke mich bei der CDU für diese interessante Aktuelle Stunde. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich am Montagmittag las, was die CDU als Aktuelle Stunde hier beantragt unter dem Titel Neuausrichtung des Leistungssports in Hessen, da habe ich mich zunächst einmal gefragt, warum eigentlich diese Aktuelle Stunde? Und da kamen vielmehr drei Punkte ein. Erstens, das ist eine Verlegenheitslösung. Die CDU hat kein anderes Thema, das sie hier zur Aktuellen Stunde machen könnte. Das habe ich dann aber sehr schnell verworfen, weil ich gedacht habe, die CDU geht immer planhaft vor, Herr Boddenberg. Ich wollte Sie gerade loben, und Ihre Fraktion CDU geht immer planhaft vor. Deswegen kann das mit der Verlegenheitslösung eigentlich nicht so sein. Dann habe ich gedacht, na ja, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist ja gerade zu Gang, aber am Montagmittag, also nach dem Sonntagsspiel Deutschland-Mexiko, eine Aktuelle Stunde sozusagen zum Leistungssport zu beantragen, das würde ich jetzt nicht als gerade sozusagen leistungssportfördernd bezeichnen, habe ich also auch verworfen. Blieb nur noch die dritte Überlegung von mir. Es geht um die Vorbereitung der Landtagswahl, und da möchte die Landesregierung sozusagen ihre besonderen Leistungen herausstellen. Und Herr Frömmrich, und Herr, ja, warten Sie mal ab. Und Herr, Sie kündigen gerade den Konsens auf, der hier unter allen Fraktionen besteht, wenn Sie sagen, Herr Boddenberg, selbstverständlich. Weil in der Sportfrage haben wir vereinbart, und auch daran halten wir uns als LINKE, dass wir hier als Fraktionen gemeinsam vorgehen und nicht sozusagen Einzelne ihre Leistung noch dazu sehr unklar und diffus, wie ich finde, in der Rede von Frau Klaff-Isselmann dann hier auch sozusagen zum Besten geben. Also, Sie bewegen sich da an der Grenze einer seit Jahren bestehenden Konsenses der sportpolitischen Sprecherinnen und Sprecher, nämlich gemeinsam und fraktionsübergreifend in der Sportfrage vorzugehen. Sowohl Herr Greilich als auch Herr Frömmrich haben das ja dargelegt. Ich warte gerne, wie Sie fertig sind, Herr Boddenberg. Ich warte gerne, wie Sie fertig sind. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, dann mache ich weiter. Also, lieber wäre es mir, Sie würden weiterreden. Ja. Es geht auf Ihre Redezeit, und Herr Boddenberg würde zuhören. Ja, das wäre mir auch lieber, Frau Präsidentin. So, also das letzte Mal, dass wir im Landtag über Leistungssportförderung gesprochen haben, war im Mai 2015, als der Herr Innenminister auf eine Frage des Herrn Abg. Klee eine ganz lange Auskunft sozusagen gab und natürlich auch die Leistung herausgestellt hat. Wir sind doch alle einig, dass die Leistungssportförderung zur Sportförderung insgesamt dazugehört, also auch zur Förderung des Breitensportes. Da brauchen wir uns doch gar nicht auseinander zu diskutieren. Der Leistungssport ist also untrennbar mit dem Breitensport verbunden. Und es ist gut, und da sind wir uns auch sicher einig, dass die Landesprogramme, die auch schon angesprochen wurden, wie das des Kultusministers zur Talentförderung und zur Talentsuche, zur Zusammenarbeit der Förderung von Schülerinnen und Schülern auch wichtig ist. Völliger Konsens. Leistungssportförderung beginnt ja meist in jungen Jahren, also dort, wo die Talente noch in der Schule sind, wo sie in die Schule gehen und natürlich neben ihrem Leistungssport, der viel Zeit aufwendet, natürlich auch sozusagen ihre schulischen Leistungen erbringen müssen. Und Leistungssport und eine sportliche Karriere endet im Regelfall zwischen 30 und 35 Lebensjahren. Und da ist es uns auch besonders wichtig, dass sozusagen diese Leistungssportlerinnen und Sportler auch mit ihrer späteren beruflichen Perspektive verbunden auch gefördert werden und dass man dies auch bei der Sportförderung in besonderem Maße im Auge hat. Also Angebote wie z.B.
die Sportfördergruppen bei der Polizei auch schon angesprochen worden. Oder die Förderung von Behindertensportlern im dualen Studium in der allgemeinen Verwaltung. Das ist für uns als LINKE auch etwas, wo man besonderes Augenmerk drauf haben sollte und das wir auch unterstützen und fördern. So, also ohne öffentliche Mittel, ohne vielfältige Unterstützung, übrigens von Bund, Land und den Kommunen, die wollen wir dabei auch nicht vergessen, bei Breitensport- und Leistungssportförderung wäre sozusagen der Leistungssport und die Ergebnisse nicht denkbar. In der aktuellen Diskussion im Übrigen, und damit will ich zum Schluss kommen, über die Leistungszentren oder die Veränderung der Leistungszentren und die Förderung des Leistungssports würde ich mir allerdings wünschen, dass man stärker auf die Experten, und das sind eben die aktiven Athletinnen und Athleten und die ehemaligen Leistungssportlerinnen und Sportler, mehr hört. Kollege Schaus, kommen Sie bitte zum Schluss. Das ist mein letzter Halbsatz. Denn die müssen doch am genauesten wissen, was ihre Kollegen sozusagen bei der Sportförderung benötigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hätte ich sogar noch als ganzen Satz durchgehen lassen. Ich habe, Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann spricht Staatsminister Beuth. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bedauerlich, dass die Sozialdemokraten ganz offensichtlich nichts zum Leistungssport beizutragen haben. Aber ich will gerne zumindest die Hessische Landesregierung und die Leistungen, die die Hessische Landesregierung zum Thema Leistungssport hier präsentieren kann, Ihnen vorstellen. Ich will beginnen mit dem Kollegen Schaus. Lieber Kollege Schaus, was glauben Sie eigentlich, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich über einen langen Zeitraum mit dem Thema Leistungssport hier bei uns im Lande beschäftigt haben, die einen sehr umfangreichen Prozess gestartet haben, die viele Stunden investiert haben, um ein solches Konzept auf den Weg zu bringen, die dort oben sitzen. Was glauben Sie, was die eigentlich denken, wenn Sie hier von Verlegenheitslösungen bei solchen aktuellen Stunden faseln? Ich bin einigermaßen entsetzt, dass es Ihnen noch nicht einmal gelingt, bei einer solchen aktuellen Stunde sozusagen mal streng an der Sache sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Aber wir werden sehen, wie das in der aktuellen Stunde weitergeht. Nein, meine Damen und Herren, wir sind uns ganz offensichtlich nicht alle einig. Wir sind uns nicht alle einig, weil den Haushalten, in denen die Mittel, von denen der Kollege Frömmrich und Frau Kollegin Klaff-Isselmann eben gesprochen haben, den Haushalten, in denen das verankert ist, den Haushalten, in denen wir im Bereich des Sports diese Schwerpunkte gesetzt haben, wie wir sie gesetzt haben, Sozialdemokraten, FDP und LINKE, kein einziges Mal zugestimmt haben. Deswegen sind wir uns eben nicht einig in diesen Fragen, ganz offensichtlich. Meine Damen und Herren, der Leistungssport hat eine große Relevanz in unserer Gesellschaft. Er zieht die Nation in Bann. Das kann man daran sehen, schon alleine bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die wir im Moment haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat ist es so, dass wir im Leistungssport Vorbilder haben. Wir haben Vorbilder für viele Menschen, die durch diese Vorbilder zum Sport animiert werden, angehalten werden und sich im Sport durch diese Vorbilder auch engagieren. Und ich will Ihnen sagen, diese Vorbilder im Bereich des Behindertensports haben noch einmal eine viel, viel größere Bedeutung, weil dort sind sie nicht nur sportliche Vorbilder, sondern sind auch Vorbilder sozusagen für Lebenswege. Sie machen Menschen mit Behinderungen Mut. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Leistungssportreform, die wir bei uns in Hessen gemacht haben, den Behindertensport von vornherein mitgedacht hat, den HBRS Special Olympics und den Gehörlosenverband. Das ist eine besondere Leistung, die uns übrigens von anderen an allen Stellen im Lande und vom Bund unterscheidet. Wir sind als Land zuständig für den Nachwuchsleistungssport. Und in dem Rahmen haben wir auch ein entsprechendes Konzept vorgelegt. Meine Damen und Herren, der Hessische Weg ist keine Erfindung des hessischen Innenministers. Der Hessische Weg ist eine Begrifflichkeit, die der Landessportbundpräsident
die der Landessportbundpräsident in die Debatte um den Leistungssport eingebracht hat, weil so wie wir das gemacht haben, sich das nämlich besonders unterscheidet von dem, wie das auf der Bundesebene gemacht wurde. Wir haben gemeinsam mit dem Sport, gemeinsam mit dem Landessportbund, mit den Sportfachverbänden einen Leistungssport, gemeinsam mit den Athleten, gemeinsam mit den Trainern, ein Leistungssportkonzept auf den Weg gebracht, meine Damen und Herren, bei dem alle die, die ich gerade eben genannt habe, uns dafür gemeinschaftlich gratuliert haben, dass es uns gelungen ist, ein solches Konzept auf den Weg zu bringen. Es wird Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht, aber es ist eben eine gemeinsame Leistung. Und das stelle ich genauso heraus wie der Landessportbundpräsident. Und dafür bin ich ebenfalls sehr, sehr dankbar, meine Damen und Herren. Wir achten die Autonomie des Sports. Wir haben einen Vorschlag gemacht. Der Sport hat sich damit beschäftigt, und dann haben wir uns im gemeinsamen Dialog damit auseinandergesetzt. Dieses Leistungssportkonzept verbindet klare Ziele. Wir haben das Sportland, wir wollen das Sportland Hessen ausbauen. Wir wollen es als sportpolitisches Zentrum ausbauen. Und, meine Damen und Herren, wenn man das will, wenn man sich dafür engagiert, dann muss man sich dafür auch einsetzen. Übrigens muss man sich dafür nicht nur einsetzen an vielen Veranstaltungen des Landessportbundes, in Kongressen, wo es um den Leistungssport geht, sondern man muss auch bei den Athleten sein. Man muss übrigens auch bei den Athleten bei Wettkämpfen sein. Auch da muss man hingehen. Herr Staatsminister, ich habe es gesehen, meine Damen und Herren, aber die SPD-Fraktion kommt ja ohnehin noch nach mir. Deswegen werde ich mir herausnehmen, noch zwei Minuten länger zu berichten. Meine Damen und Herren, dafür ist es wichtig, dass man eben auch bei den Sportlern ist. Das suchen übrigens die Sportler nach. Erinnern Sie sich einmal daran, wie damals, als in Rio bei den Olympischen Spielen die Athletinnen und Athleten sehr beklagt haben, dass aufgrund der Umstände, die wir damals hatten, die deutsche Politik sich nicht vor Ort einen Einblick genommen hat, die Athletinnen und Athleten nicht vor Ort unterstützt hat. Das ist mit einer Aufgabe, die wir zu erledigen und zu leisten haben. Und wenn wir sportpolitisches Zentrum in Deutschland sein und bleiben wollen, meine Damen und Herren, dann müssen wir den Sportspitzenorganisationen sozusagen in dieser Aufgabe, in dieser Funktion auch entsprechende Unterstützung gewähren, auch vor Ort übrigens bei Großveranstaltungen. Und das gehört genauso mit zu einem Leistungssportkonzept mit dazu wie die Frage, dass wir erfolgreiche Athleten, gut ausgebildete und engagierte Trainer haben wollen, effektive Strukturen, einen attraktiven Standort für Vereine, Verbände, Sportereignisse und eben auch die Sportspitzenorganisationen wie den Deutschen Olympischen Sportbund und den DFB, die wir hier bei uns in Frankfurt in der Sporthauptstadt Deutschlands haben und die wir auch für die Zukunft erhalten wollen. Und dafür, meine Damen und Herren, müssen wir auch etwas tun. Und das tun wir seitens der Landesregierung. Wir wollen erreichen, dass wir eine Erhöhung der Kaderathleten bekommen. Und wir werden eine bessere Verzahnung mit den Kommunen, mit den Schulen, mit den Ausbildungsträgern, mit den Hochschulen hinbekommen. Wir haben dort auch schon enorme Vorleistungen erbracht, indem wir die Profilquote bei den Hochschulen eingeführt haben, die Schulzeitverkürzung, die insbesondere bei unseren Eliteschulen von großer Bedeutung sind. Wir haben eine herausragende Sportfördergruppe bei der Polizei. Wir nutzen die Verwaltung, um Athleten entsprechende Zukunftsperspektiven zu geben. Und wir wollen jetzt, und das ist auch etwas Besonderes, was es bisher so noch nicht gegeben hat, dass es ein Leistungssportkonzept gibt, in dem sich der Sportminister und der Kultusminister sozusagen vereinbart haben, auch das Thema Talentförderung zusammenzuführen und zusammenzubringen, meine Damen und Herren. Und deswegen bin ich Ralf-Alexander Lorz sehr, sehr dankbar, dass er sich mit seiner Kultusadministration dort ebenfalls in die Sportpolitik in der Form einbringt. Und, meine Damen und Herren, wir wollen den Athleten in den Mittelpunkt stellen. Und dazu, den Athleten in den Mittelpunkt zu stellen, gehört, ihm Existenzängste für die Zukunft zu nehmen. Es gehört dazu, dass wir eine anständige
anständige Trainer in unserem Land haben, anständiges Training organisieren können mit sportwissenschaftlicher und sportmedizinischer Unterstützung. Wir haben das TASK-Projekt in Kassel. Das ist zum Beispiel eines, was dort besonders leuchtet. Wir haben die Sportklinik in Frankfurt. Wir versuchen, unsere Leistungssportler optimal, so optimal wie möglich zu unterstützen. Und, meine Damen und Herren, das will ich hinzusagen, weil es sich auch wohltuend von Diskussionen auf anderen Ebenen abhebt. Für uns ist die Frage, dass Athletinnen und Athleten eine eigene Vertretung haben und sich sozusagen selbstständig einbringen können und dass sie dafür Unterstützung und finanzielle Unterstützung bekommen, eine Selbstverständlichkeit. Darüber muss man, meine Damen und Herren, wie ich finde, nicht diskutieren, so wie das auf anderer Ebene passiert. Wir werden, meine Damen und Herren, mit diesem Leistungssportkonzept auch sportpolitisch gehen wir ein Stück weit voran. Wir stehen vor anderen. Wir haben abwarten müssen, wie die Leistungssportreform auf der Bundesebene sich gestaltet. Und an der richtigen Stelle haben wir unser Konzept nunmehr vorgelegt. Wir hinterlegen das mit Geld. Wir gehen auf den Sport zu. Wir unterstützen unseren Sportbund. Wir unterstützen die Sportfachverbände, die Athleten, die Trainer, am Ende auch die Kommunen bei der Sportinfrastruktur. Wir leisten Herausragendes in der Sportpolitik. Wir leisten aber insbesondere auch Herausragendes beim Leistungssport. Und ich bin dankbar, dass das wenigstens von zwei Fraktionen hier im Landtag auch in einer besonderen Form gewürdigt wurde. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich darf darauf hinweisen, dass allen Fraktionen eine zusätzliche Redezeit von 5 Minuten zugewachsen ist. Als Nächstes spricht Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben einen zweigeteilten Innenminister erlebt. Im ersten Teil hat er die Rolle der beleidigten Primadonna gespielt. Im zweiten Teil hat er sich tatsächlich mit dem Thema Leistungssport auseinandergesetzt. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Innenminister, so viel zu dem Respekt. Erstens sagen Sie, wie die CDU ja auch gerne, vor 1999 gab es keine Sportpolitik. Das ist natürlich konzentrierter Unsinn. Das sollten Sie vielleicht endlich einmal akzeptieren. Und zweitens, sich hier hinzustellen, die Oppositionsfraktionen haben den Haushalt abgelehnt, und deswegen lehnen Sie sportpolitische Maßnahmen ab. Das ist ein bisschen dümmlich unter Ihrem Niveau und sollten Sie an der Stelle auch einmal lassen. Das ist natürlich genauso, wie wir Einzelmaßnahmen zustimmen. Wir stimmen nicht über einzelne Produkte ab im Haushalt, sondern da geht es um die Gesamtdinge. Aber wenn Sie anders keine Argumente mehr haben, ist es Ihr Problem. Meine Damen und Herren, ja, wir wissen über die überragende Bedeutung des Sportes, gerade für die Integration, die Inklusion und den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, in den letzten 2, 3 Jahren ist das mehr als eindrucksvoll von vielen bewiesen worden. Der Sport erhält aufgrund seiner gesellschaftlichen Kraft auch in Zukunft unsere Unterstützung. Ich habe das übrigens bei keiner anderen Fraktion hier in diesem Hause vermisst, sowohl im Breiten- wie auch im Leistungssport. Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider haben sich nicht alle Vorredner mit dem Titel der Aktuellen Stunde auseinandergesetzt. Ich hatte eher den Eindruck, der Ansatz war, über Leistungssport zu reden. Das kam kaum vor beim Minister, am Schluss schon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 24. November 2016 haben der Deutsche Olympische Sportbund, das Bundesministerium des Innern, so hieß es damals, und die Sportministerkonferenz ein gemeinsames Konzept zur Neustrukturierung des Leistungssportes und der Spitzensportförderung vorgestellt. Vorausgegangen waren Analysen, warum es auch in medaillenträchtigen Disziplinen bzw. Sportarten in den letzten Jahren zu einem enormen Rückgang in Deutschland gekommen ist. Sie haben ja eben selber darauf hingewiesen, dass Sie nah bei den Athleten sind. Sie sind ja nach Rio, nach Sochi, nach Pyeongchang gereist in den letzten Jahren, Herr Innenminister, wie wir ja dann durch kleine Anfragen entsprechend bestätigt bekommen. Das haben Sie ja eben noch einmal erläutert. Und deswegen, ja, wenn es um die Frage des Leistungssportes geht, ist auch ein vielleicht ehemals erfolgsverwöhntes Land wie Deutschland an einem Scheideweg. Das gilt nicht nur für den Fußball. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt möglicherweise schon einmal früher ausscheidet, wer dann die politische Verantwortung dafür trägt. Das war ja eben so.
die anderen sind schuld. Das ist ein Motto, das wir aus dem einen oder anderen Politikbereich bekommen. Aber auch da gilt, wenn man schlecht spielt, muss man auch damit leben, dass man möglicherweise verliert. Und es könnte sein, auch wie in der Politik, dass andere Mitbewerber einfach auch mal besser sind. Also, das muss man einfach auch mal akzeptieren. Auch das, finde ich, gehört zu einem Fairplay. Schauen wir mal, was der Samstag bringt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dieser Konzeption, wo es auch in Berlin lange hakt, mal sehen, der Herr Seehofer könnte ja auch mal Kraft in den Sport investieren. Also, ne? Heimatmuseum, sage ich schon, das hat er gesagt. Heimatministerium, Wohnen wäre ein Thema, wo man sich auch stark engagieren könnte. Also nicht nur auf ein Thema fokussieren, es sei denn, man will es als Unterstützungsprogramm für die AfD machen. Dann macht das einen gewissen Sinn, was aber dem Land sicherlich nicht gut tut, wo wir, glaube ich, gemeinsam in diesem Hause der Auffassung sind. Also, wir sind bei dem Thema Leistungssport. Und ich rede über die Konzeption, die im Jahre 2016 auf dem Weg. Ja, es ist Ihr Antrag. Ich weiß auch, Sie haben dazu nicht geredet, Herr Kollege. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass die CDU-Kollegin nur ganz am Rande mal mit zwei Sätzen was gesagt hat zum Leistungssport. Worum geht es? Da bin ich dem Minister ausdrücklich dankbar. Er hat gesagt, im Mittelpunkt müssen auch die Athletinnen und Athleten stehen, alle unsere Bemühungen. Wir müssen uns über den Aufbau der Trainingsmethoden erhalten. Wir müssen die Deutsche Trainerakademie in Köln beispielsweise stärken. Alles richtige und wichtige Ansätze. Wir müssen aber auch über die Infrastruktur reden. Sportstätten ist ein Thema. Da geht es nicht nur um Spitzensport, sondern auch um ehrenamtlichen Sport. Und, meine Damen und Herren, wir müssen mehr Investitionen in die Sportinfrastruktur ermöglichen und damit den Städten, Gemeinden, Landkreisen ermöglichen, diese Infrastruktur auch gerade ehrenamtlich kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es darf nicht sein, dass wir über Hallenbenutzungsgebühren reden. Wir müssen in Einklang bringen, dass auch Spitzensportler Sport und Beruf in Einklang bringen. Das, was Bundeswehr, was Polizei leistet in fast allen Ländern, das sind Möglichkeiten, die haben andere nicht, die in der Privatwirtschaft sind. Dass man auch nach dem Spitzensport eine berufliche Perspektive hat und nicht ins Bodenlose fällt, das sind richtige und gute Ansätze, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass natürlich auch der Kampf gegen Doping, gegen Korruption im Sport, gegen auch sexuelle Gewalt weiter verfolgt wird, weil da haben wir auch im Sportbereich in einigen Verbänden durchaus Bedarf. Also auch das sind Themen, die das Thema Leistungssport dann letztlich zu behandeln sind. Und wir brauchen natürlich, wir müssen beim Sport früh anfangen, weil ja eben die Kollegin hat von Symbolarbeit gesprochen, hat sie wahrscheinlich nicht so gemeint, die zwischen Innen- und Kultusministerium stattfindet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist jetzt Majestätsbeleidigung, ich sage es trotzdem. Solange in Hessen jede fünfte Schulsportstunde ausfällt, wird das Thema Bewegung und Bewegungsarmut gerade bei jungen Menschen keines, was wir beheben müssen. Schulsport ist notwendig. Schulsport ist notwendig. Dazu braucht man eine Infrastruktur, dazu braucht man übrigens Sportlehrer. Und da helfen auch keine kruschen mathematischen Berechnungen, dass im Querschnitt, im Durchschnitt, im Unterschnitt, im Mittelschnitt Sport eben stattfindet, sondern nach Berechnungen des Kultusministeriums, da hat übrigens der Kultusminister tatsächlich mal Zahlen, jede fünfte Sportstunde ausfällt. Und genau jede Stunde, die ausfällt, ist eine zu viel. Also auch da geht es um die Infrastruktur, wenn es um das Thema Sport geht. Und deswegen all das, was Sie präsentiert haben, das, was Sie auch in Ihrer Pressemitteilung gesagt haben, Landestrainerprogramm ist eine wichtige Einzelmaßnahme, das Landesprogramm Talentsuche, langfristige Existenzsicherung dank dualer Karriere, Zuwendung an die Fachverbände, Stärkung Olympiastützpunkt Hessen, sind Dinge, die sind in der Sache gut. Und da haben wir überhaupt kein Problem, das auch von diesem Pult sozusagen zu unterscheiden, uns möglicherweise von Ihnen, weil Sie ja vor 1999 festgestellt haben, da gab es keine Sportpolitik in Hessen. Meine Damen und Herren, wir brauchen aber auch, ich habe Sie was probbeln hören, aber ich habe es nicht verstanden, ist auch egal. Meine Damen und Herren, wenn es um den Sport geht, ja, gibt es viel Gemeinsamkeiten. Der Spitzensport steht übrigens im besonderen Fokus. Deswegen haben Spitzensportler auch eine besondere Vorbildfunktion. Wir müssen aber aufpassen, dass wir solche Funktionen auch nicht überhöhen an der Stelle, weil auch das kann zu negativen Folgen führen. Und deswegen sage ich mal, das gilt insbesondere für den Fußball-Leistungssport, weil wir stellen da Exzesse und Auswüchse fest, wenn es um Prämien, wenn es um
Gelder geht, die wir so im Spitzensportbereich bei den normalen Disziplinen, die olympiatauglich sind, nicht feststellen. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir Spitzensport nicht gleichsetzen mit Profisport. Ich mache da schon einen Unterschied, weil ich nicht mehr bereit bin, jeden Unsinn, der mit Geld finanziert wird, so zu akzeptieren. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lohnt es sich, durchaus über die Stärkung des Leistungssportes zu reden. Ich bin mir ziemlich sicher, Hessen ist nicht das einzige Land, das dieses Konzept umsetzen will. Da ist der Bund stärker gefordert. Dass Hessen dabei ist, haben wir nicht zu kritisieren. Das finden wir gut. Das würden wir genauso akzeptieren, wenn wir in der Regierung sind und Sie dann die Größe hätten, zu sagen, ja, beim Sport gibt es eine große Übereinkunft. Sie verfügen über die Haushaltsmittel. Deswegen können Sie das natürlich auch zusammen mit dem Landessportbund an der Stelle machen. Und wenn es dazu hilft, den Spitzensport zu stärken, wobei nicht am Schluss nur die Anzahl der Medaillen entscheidend sein darf. Da muss man sich auch darauf fokussieren. Wir haben es ja gemerkt, wenn man zu stark darauf fokussiert ist, wir haben es auch im System, erleben wir das in bestimmten Ländern, wenn man mit manipulativen Mitteln versucht, möglichst viele Goldmedaillen zu holen. Der Sport muss sich auch an ethischen Grundsätzen zu orientieren. Und deswegen müssen wir immer eine Abwägung treffen zwischen wünschenswerten Spitzenleistungen von deutschen oder auch anderen Athleten. Hessen leistet einen Beitrag im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das finden wir gut. Und deswegen können wir mit dieser Maßnahme auch leben, mit der einen oder anderen polemischen Feststellung des Innenministers nicht. Aber dann ist es halt so. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 71 abgehalten.